Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge sprechen wir über die Gestapo, die geheime Staatspolizei des Dritten Reiches, Teil 2. Nachdem wir uns in der ersten Folge bereits mit der Vorgeschichte der Gestapo in den politischen Polizeien der Weimarer Republik beschäftigt haben, so werfen wir heute in der zweiten Folge einen Blick auf die Neuausrichtung der Polizei in der NS-Zeit, ein Prozess, der sich vor allem zwischen 1933 und 1936 ereignete. Und wie das Ganze verlief, wie die Polizei umstrukturiert wurde und in SS-Nähe gerückt wurde, das schauen wir uns jetzt in den kommenden Minuten an. Los geht's! Werfen wir zunächst einen Blick zurück. Bevor die Nationalsozialisten im Januar 1933 die Macht übernahmen, hatten sich die politischen Polizeien im Deutschen Reich und insbesondere im Großen Preußen jahrelang erfolgreich gegen sowohl linksradikale als auch rechtsradikale Kräfte gewehrt. Das SPD-geführte Preußen war dabei über Jahre im Grunde der Garant für das Überleben des Republikanismus. Doch das wussten natürlich auch die Gegner der Republik, die sich bereits seit 1930 immer stärker daran machten, die Republik in ihre Einzelteile zu zerlegen. Dabei ging die größte Gefahr für die Republik noch nicht einmal von den Nationalsozialisten selbst aus, sondern kam aus den Reihen der eigenen Reichsregierung. Denn seit 1930 wurde die Weimarer Republik verstärkt in sogenannten Präsidialkabinetten regiert. Das waren im Grunde Regierungen, die jetzt dem Reichspräsidenten gegenüber verantwortlich waren und nicht mehr primär dem Parlament. Und das hatte den Parlamentarismus, den wichtigen Grundpfeiler der Demokratie, massiv destabilisiert und die Weimarer Republik mehr und mehr an ein autokratisches System herangeführt. Und tatsächlich waren die letzten Reichskanzler der Weimarer Republik, Franz von Papen, Kurt von Schleicher, im Grunde Monarchisten gewesen, die die Weimarer Republik zu einem autokratischen System mit der Rückendeckung des Reichspräsidenten Hindenburg umbauen wollten. Doch schlussendlich sollte es zu der Etablierung dieses autokratischen Systems nicht kommen, was von Papen und von Schleicher vorgesehen hatten, sondern am Ende kam tatsächlich eine nationalsozialistische Diktatur heraus, da die Nationalsozialisten bei den Reichstagswahlen bis 1932 immer stärker wurden und nun für sich beanspruchten, als Stimme des Volkes zu sprechen und damit ein Anrecht auf die Macht zu haben. Damit setzte sich die NSDAP im Januar 1933 endgültig durch, als Adolf Hitler durch Reichspräsident Hindenburg nun zum Kanzler gemacht wurde. Damit entstand ein Kabinett unter NSDAP-Führung, da Adolf Hitler jetzt der Kanzler war, doch insgesamt war das erste Kabinett Hitler nur mit insgesamt 3 Nationalsozialisten besetzt, Hitler mitgezählt, und der ganze Rest setzte sich aus parteilosen und konservativen Kräften zusammen, die jetzt den Anspruch verfolgten, Hitler in seiner Radikalität einzudämmen. Man dachte sich also, man könnte Hitler kontrollieren, man könnte ihn zu einer Marionette eines konservativ dominierten Kabinetts machen und ihn somit im Rahmen halten. Doch Hitler ließ sich nicht im Rahmen halten, wie wir heute wissen, und sollte diese Reste des demokratischen Systems innerhalb nur weniger Jahre komplett zerstören. Bereits 1933, direkt nach der Machtübernahme, gingen die Nationalsozialisten daran, ihre Macht umgehend zu konsolidieren. Und Macht zu konsolidieren bedeutete natürlich, dass man den Staat nun im Sinne der NS-Ideologie umbauen musste. Das bedeutet, man musste die Reste des Republikanismus loswerden. Dafür waren mehrere Schritte notwendig. Einer der wichtigsten war natürlich, dass man die Kontrolle über die Exekutivgewalten im Staat ausbauen musste, nämlich über die Reichswehr auf der einen Seite und die Polizeien auf der anderen Seite. Denn in den Reihen von Reichswehr und Polizei, die ja jahrelang unter einem republikanischen System gedient hatten, konnte man nicht unbedingt eine Durchdringung mit der NS-Ideologie voraussetzen, anders als bei Organisationen wie SS oder SA. Und daher galten diese Organisationen im Jahr 1933 noch als potenzielle Gefahrenquelle. Also musste man zunächst einmal daran gehen, diese großen Institutionen des Staates elementar umzubauen. Zwischen 1934 und 1936 tobte hinter den Kulissen des NS-Regimes ein intensiver Machtkampf einflussreicher NS-Größen um Macht und Einfluss in Partei und Staat. Die primären Akteure hier waren der preußische Ministerpräsident Hermann Göring,
dann Reichsinnenminister Wilhelm Frick und schlussendlich der SS-Chef Heinrich Himmler. Diese drei NS-Schwergewichte kämpften hinter den Kulissen um Macht und Einfluss und insbesondere um den Einfluss über die zukünftige Polizei im NS-Staat. Denn das war prestigeträchtig, die Kontrolle über die Polizei zu gewinnen und damit konnte man die eigene Macht im Staat natürlich erheblich ausbauen. Die drei Männer teilten sehr wohl die Idee, dass man die Polizei im NS-Staat auf Dauer viel stärker zentralisieren müsste, also aus der Länderhoheit herausnehmen müsste, um mehr Kontrolle zu bekommen. Doch wie man dabei vorgehen sollte, darin waren sich die drei Männer nicht einig und darüber hinaus wollte natürlich jeder von ihnen unter seiner jeweiligen Federführung die Polizei umbauen. Und das musste natürlich zwangsweise zu einem Aufeinanderprallen dieser Kräfte führen. Dabei war der Kampf dieser drei Männer nie nur ein Kampf gegeneinander, sondern natürlich und vor allem ein Kampf um die Gunst Adolf Hitlers. Denn nur Adolf Hitler hatte die Macht, letztgültig eine Entscheidung zu treffen, wer dieser drei die zukünftige Polizei im NS-Staat kontrollieren dürfe. 1935 schließlich sah es so aus, als würde sich SS-Chef Himmler bei diesem Machtkampf durchsetzen, denn Adolf Hitler sicherte Himmler in einem persönlichen Gespräch zu, dass die Polizei auf Dauer unter SS-Kontrolle kommen solle. Doch das war natürlich noch keine offizielle Ernennung gewesen und so tobte dieser Machtkampf noch bis Mitte 1936 weiter, als dann schließlich ein Kompromiss zunächst einmal gefunden wurde. Mitte 1936 hatte sich der Kampf vor allem zu einem Duell zwischen Heinrich Himmler und Reichsinnenminister Frick ausgeweitet. Frick wollte Himmler als Inspekteur für die Polizei quasi als Mitarbeiter in das Reichsinnenministerium nehmen. So wäre Himmler formell zumindest Frick unterstellt gewesen. Doch das war natürlich vielen Leuten in der SS nicht recht, darunter auch dem SD-Chef Heydrich, der davor warnte, Himmler jetzt in das Innenministerium zu integrieren, denn schlussendlich wäre es doch viel sinnvoller, Heinrich Himmler ein eigenes Ministerium zu geben, ihn zu einem eigenen Minister zu machen, und zwar eine Art Polizeiminister sozusagen. Doch dieser Schritt ging sogar Adolf Hitler zu weit, der sich schlussendlich zu einem Kompromiss breitschlagen ließ. Und zwar integrierte man nun Heinrich Himmler tatsächlich in das Innenministerium. Allerdings war Himmler faktisch nicht wirklich Frick unterstellt, sondern vielmehr antwortete er Adolf Hitler persönlich. In der Konsequenz endete mit dem Ende dieses Machtkampfes auch die relative Eigenständigkeit der Gestapo in den unterschiedlichen deutschen Ländern. Denn seit 1933 hatte sich die Gestapo in den unterschiedlichen Ländern des Reiches sehr unterschiedlich entwickelt, trug teilweise sogar unterschiedliche Namen. Doch das sollte nun 1936 ein Ende finden, denn jetzt wurde die Polizei wesentlich stärker zentralisiert und an die SS angenähert. 1936 war der Streit um die Führung der Polizei im NS-Staat endgültig beendet. Heinrich Himmler, der SS-Chef, hatte sich hier in großen Teilen durchsetzen können. Doch der Übergang der Polizeiaufsicht auf Heinrich Himmler und damit auf die SS war weitaus schwerwiegender, als man heute vielleicht annehmen mag. Denn tatsächlich handelte es sich nicht einfach nur um einen Führungswechsel, sondern die Polizei wurde durch die Heranführung an die SS fundamental neu geordnet in ihrer Aufstellung und auch in ihrem Verständnis, welche Aufgaben sie denn zu erfüllen habe. Und das hatte natürlich mit dem Selbstanspruch der SS zu tun, denn die SS war keine staatliche Organisation in erster Linie, sondern natürlich zunächst mal eine Parteiorganisation. Und als Parteiorganisation verstand sie sich der NS-Lehre verpflichtet. Das bedeutet, die SS nutzte nun ihren zunehmenden Einfluss auf die Polizei dazu, die Reihen der Polizei mit der nationalsozialistischen Ideologie zu durchdringen. Man könnte also sagen, die SS wollte die Polizei nationalsozialistisch indoktrinieren. Und das sah man deshalb als notwendig an, weil, wie gesagt, viele Polizisten aus dem republikanischen System übernommen worden waren und bei diesen Leuten konnte man natürlich eine NS-Ideologie nicht voraussetzen. Und daher musste man nun, wenn man die Loyalität dieser Kräfte sichern wollte, die NS-Ideologie tief im polizeilichen System verankern. Die Annäherung der Polizeistrukturen an die SS lässt sich bereits daran sehen, dass seit 1936 die Polizei eigene Hauptämter erhielt. Ein Hauptamt war die typische Bezeichnung für eine SS-Organisationsstruktur, die jetzt auf die Polizei übertragen wurde. So entstand beispielsweise ein SS-Hauptamt für die Ordnungspolizei und ein SS-Hauptamt für die Sicherheitspolizei. Im Hauptamt Ordnungspolizei wurden Schutzpolizei, Gendarmerie und auch Gemeindepolizei konzentriert.
Im Hauptamt Sicherheitspolizei wiederum kamen die Kriminalpolizei und natürlich die Gestapo zusammen. Beide Hauptämter wurden natürlich von SS-Leuten geleitet, beziehungsweise von Leuten des SD, des Sicherheitsdienstes der SS. Damit ließ sich nun 1936 beobachten, dass die Grenzen zwischen staatlichen Organisationen, Polizei, und Parteiorganisationen, SS, zunehmend undeutlich wurden. Denn plötzlich gewann eine Parteiorganisation, die ja eigentlich losgelöst von staatlichen Organisationen bestehen müsste, die Kontrolle über solche staatlichen Organisationen. Und damit sah man, dass die alten Trennungen und Gewaltenteilungen, die man in der Weimarer Republik noch hatte, hier überhaupt keine Rolle mehr spielten, sondern alles war darauf ausgerichtet, eine neue völkische Polizei sozusagen heranzuziehen, die nach einer nationalsozialistischen Ideologie ausgerichtet werden sollte. Im August 1936 schließlich wurde die Gestapo, die wie gesagt seit 1933 noch relativ unterschiedliche Entwicklungen in einzelnen Ländern durchmachte, nun stärker zentralisiert und lief nun unter dem gemeinsamen Begriff einer geheimen Staatspolizei. Das Hauptamt dieser geheimen Staatspolizei war weiterhin in Berlin. Im August 1936 war also der Gleichschaltungsprozess der Polizeien im Reich in großen Teilen abgeschlossen. Basierend auf dem dritten Gestapo-Gesetz, das bereits im Februar 1936 verabschiedet wurde, hatte die Gestapo umfassende Vollmachten bei ihrer Arbeit. Zudem waren die Rechte und Pflichten der Gestapo relativ schwammig formuliert, wodurch der Gestapo eben möglichst große Freiheiten bei ihrer Arbeit gewährt werden sollten. Aus heutiger Sicht allerdings hatte das Ganze wenig mit Handlungsfreiheit zu tun, sondern war im Grunde eine Legitimation für Willkür und Schikane, mit der die Gestapo vermeintliche oder echte Regimefeinde überzog. Von besonderer Bedeutung war, dass die Gestapo sich nun ein Monopol auf die sogenannte Schutzhaft sicherte, die wiederum Grundlage für die Verschleppung zahlreicher Regimegegner werden sollte. Neben der Gestapo war der zweite wichtige Akteur im Bereich der polizeilichen Arbeit im Deutschen Reich der Sicherheitsdienst der SS. Er entstand als Parteiorganisation logischerweise im Jahr 1931 unter der Federführung von Reinhard Heydrich. Zunächst war seine Aufgabe als Parteiorganisation die Überwachung von politischen Gegnern und auch die Durchsuchung der eigenen Reihen nach möglichen Verrätern. Zunächst war der SD im Hinblick auf seine personelle Stärke sehr übersichtlich und wenig beeindruckend gewesen. Selbst 1936 verfügte er gerade einmal über 269 Mitarbeiter. Doch dieser Umstand darf nicht darüber hinwegtäuschen, welche wichtige Bedeutung der SD nicht nur für die SS hatte, sondern auch für den Umbau der Polizei im Deutschen Reich. Über die Jahre wurde der SD nun immer stärker der Gestapo angenähert und galt damit in gewisser Weise als die weltanschaulich besser geschulte Abteilung der Gestapo. Damit war der SD quasi zur Schnittstelle zwischen Polizei und SS geworden. Und damit wuchs die Bedeutung des SD nochmals, denn der SD war jetzt letztlich die Organisation, die die Durchdringung der Polizei mit der NS-Ideologie überwachte. Das zeigte sich vor allem an sogenannten Inspekteuren, die nun die Aufgabe hatten, die stärkere Verzahnung von Kriminalpolizei, Gestapo und SS zu überwachen. Und alle diese wichtigen Funktionäre, die mit diesen Aufgaben betraut waren, waren ausnahmslos SD-Leute. Bis 1938 wurden sogar gemeinsame Ausbildungspläne entwickelt für SD-Leute und Mitglieder der Sicherheitspolizei. Auch hier zeigte sich erneut, wie stark die Arbeit dieser Organisationen zusammengeführt wurde. Der Höhepunkt der fortschreitenden Verschmelzung von Polizei und SS wurde dann tatsächlich erst nach Kriegsbeginn erreicht, in den ersten Kriegswochen, als das sogenannte Reichssicherheitshauptamt Ende September 1939 begründet wurde. Hier wurden nun Sicherheitspolizei und SD in einem eigenen neuen Machtzentrum sozusagen zusammengelegt. Die wiederum wichtigste Abteilung dieses Reichssicherheitshauptamtes war die Abteilung 4, Gegnererforschung und Bekämpfung. Und dieses Amt wurde vom Heydrich-Vertrauten Müller verwaltet. Mit der Entstehung des Reichssicherheitshauptamtes erweiterten sich die Aufgaben des SD und der Gestapo über die Grenzen des Reiches hinaus. Man war zwar bereits zuvor in den annektierten Gebieten in Österreich und in der Tschechoslowakei in gewisser Weise aktiv gewesen, doch die wirkliche Ausweitung der Zuständigkeit dieser beiden Behörden kam erst nach Beginn des Krieges. Denn nun wurden Sicherheitspolizei und SD in den besetzten Gebieten sowohl im Westen als auch im Osten
tätig. Dabei hatten sich Gestapo und SD weit entfernt von einer polizeilichen Bürotätigkeit, sondern vielmehr nahmen nun Sicherheitspolizei und SD tatkräftig an Massenerschießungen teil und wurden zu wichtigen Funktionären in der großen Vernichtungsmaschinerie des NS-Regimes, an dessen Ende der bekannte Völkermord an den europäischen nicht nur Juden stand. Vor Ort in den besetzten Gebieten richtete das Sicherheitshauptamt örtliche Befehlshaber der Sicherheitspolizei ein. Diese Befehlshaber der Sicherheitspolizei waren quasi lokale Befehlshaber von Kriminalpolizei, Gestapo und SD. Und damit waren diese Leute und die ihnen unterstellten Mitarbeiter direkt in die Organisation der Besatzung und in den Völkermord, der später kommen sollte, eingebunden. Bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 waren natürlich auch die politischen Polizeien im Reich nach wie vor an geltendes Recht gebunden. Denn man muss sich ja klar machen, 1933 machte es ja nicht einfach Schnipp und plötzlich war eine Diktatur da, sondern die Diktatur musste zunächst einmal errichtet werden. Das bedeutet, bis die letzten Reste des republikanischen Systems beseitigt wurden, bestand offiziell noch die Weimarer Verfassung mit allen rechtlichen Grundlagen, die sie hatte. Und das galt natürlich auch für die Zuständigkeiten der Polizei, für ihre Rechte und ihre Pflichten. Die meisten Mitarbeiter auch bei den politischen Polizeien waren ausgebildete Kriminalbeamte, die jahrelang im republikanischen System gearbeitet hatten. Wie gesagt, konnte man bei diesen Leuten nicht unbedingt eine Sympathie für das NS-Regime voraussetzen, insbesondere bei den Beamten der preußischen politischen Polizei, da ja Preußen jahrelang eine republikanische Hochburg gewesen war. Den Grundstein für eine umfassende Neuausrichtung der vor allem politischen Polizeien im Reich legte schlussendlich Reinhard Heydrich mit einem publizierten Artikel im Jahr 1936 namens Die Bekämpfung der Staatsfeinde. Darin betonte Heydrich, dass der Nationalsozialismus jetzt nicht mehr vom Staat ausginge, sondern der Nationalsozialismus sei eine Volksbewegung. Der Staat sei quasi nur Mittel zum Zweck. Am Ende der Entwicklung müsste es darum gehen, ein wahres Volkstum zu errichten. Was hier als theoretisches Konstrukt schwer zu verstehen ist, hatte in der Praxis durchaus schwerwiegende Konsequenzen. Denn daraus resultierte, dass die Polizeien im NS-Staat nicht länger nur staatliche Behörden waren, sondern es waren Behörden mit völkischen Aufgaben. Das bedeutet, verfolgt wurden keine Staatsfeinde mehr, sondern Feinde des deutschen Volkes. Noch deutlicher als Heydrich wurde der SS-Mann Werner Best, der auch später beim Völkermord eine wichtige Rolle spielen sollte. Best verglich die Polizeiarbeit im Deutschen Reich im NS-Regime quasi mit einem Arzt, der am deutschen Volkskörper herumdoktere. Und dieser Arzt, die Polizei, müsse schlussendlich Gifte aus dem Körper beseitigen. Das bedeutet, die Polizei war jetzt nicht länger derjenige, der die Bevölkerung schützte, sondern die Polizei war nun ein Akteur des NS-Regimes, der Regimegegner hemmungslos verfolgen sollte. Und diese Gifte und Verunreinigungen im Volkskörper, von denen Best sprach, waren zunächst einmal Kommunisten, Freimaurer, letztendlich auch die Kirchen und natürlich die Juden. Bests Aussagen fanden natürlich vor allem in der SS Anklang und wurde 1937 von der SS in die offiziellen Statuten für die Polizeiarbeit übernommen. Damit stand spätestens 1937 zumindest das theoretische Konstrukt für die Polizeiarbeit der kommenden Jahre. Doch schwieriger gestaltete sich die Frage, wie man das nationalsozialistische Gedankengut und diese neue Denkweise in die Köpfe der Polizeibeamten hineinbekam. Denn wie gesagt, viele von ihnen waren republikanisch sozialisiert worden in früheren Tagen. Für Himmler war daher klar, dass die Polizeien im NS-Staat einen weltanschaulichen Unterricht bekommen müssten. Das bedeutet, es wurden nun eigene Schulen begründet, die nichts anderes zu tun hatten, als die Polizei in der NS-Weltanschauung zu unterrichten. Das bedeutet, neben die praktische Polizeiausbildung trat nun auch eine weltanschauliche Ausbildung. Während des laufenden Krieges wurde diese Indoktrination mit der NS-Lehre innerhalb der Reihen der Polizei nochmals wichtiger. Denn nur bei einer wirklichen Akzeptanz der Lehre und bei einer Übernahme der Lehre in die Köpfe der jeweiligen Polizeibeamten konnte man sicherstellen, dass die Sicherheitspolizei ihre Aufgaben, vor allem in Osteuropa, auch wirklich umsetzen würde. Denn wie man sich vorstellen kann, war es nicht unbedingt leicht, an Massenerschießungen teilzunehmen. Das bedeutete psychischen Druck. Und damit diese Leute unter dem psychischen Druck, der dabei entstand, nicht zusammenbrachen
mussten sie diese Lehre komplett verinnerlicht haben. Inwieweit diese schulische Durchdringung mit der NS-Lehre tatsächlich Erfolg hatte in den Reihen der Polizei und inwieweit es möglicherweise einfach nur Mitläufer waren, die gar nicht wirklich überzeugt waren, ist natürlich aus der heutigen Perspektive nicht abschließend zu klären. Allerdings deutet Feldpost von Polizeieinheiten während des Zweiten Weltkrieges darauf hin, dass zumindest die Indoktrination mit dem antisemitischen Feindbild offenbar ganz gut funktioniert hat. Insofern wird die weltanschauliche Beschulung des NS-Regimes tatsächlich Erfolge aufgewiesen haben. So viel erstmal bis hierhin in dieser kurzen Überblicksfolge zur Umstrukturierung, Neuausrichtung bzw. Gleichschaltung der Polizeibehörden im NS-Staat und ihre Annäherung an die SS. Ich fasse zusammen. Vor 1933 hatten sich die politischen Polizeien der Weimarer Republik recht erfolgreich gegen sowohl linksradikale als auch rechtsradikale Kräfte zur Wehr gesetzt. Nach 1933 begann ein intensiver Umbau der Polizeien im Dritten Reich, denn das NS-Regime hatte erkannt, dass man die Polizeien nicht einfach so lassen konnte wie früher, sondern die Polizeien mussten nun auf die NS-Ideologie eingestellt werden. Das bedeutet, nach und nach wurde die Polizei umstrukturiert und an die SS herangeführt. Es entstanden eigene Polizeiorganisationsstrukturen, die sich an SS-Organisationsstrukturen anlehnten in Form von Hauptämtern. Die Sicherheitspolizei, Kriminalpolizei, Gestapo, all diese Einheiten gerieten nun unter die Aufsicht von SS und SD. Gleichzeitig wurde das Ganze unterstützt durch einen weltanschaulichen Unterricht, denn man konnte bei den Polizeibeamten, die aus dem republikanischen System kamen, nicht voraussetzen, anders als bei SS oder SA, dass diese bereits mit der NS-Ideologie durchdrungen waren. Daher hatte das NS-Regime von Beginn an Wert darauf gelegt, dass die neue Polizei eben keine staatliche Polizei mehr wie in früheren Tagen sein dürfe, sondern man wollte eine völkische Polizei aufbauen, die schlussendlich zum Handlanger der Regierung werden sollte und nicht länger als Hauptaufgabe den Schutz der Bevölkerung als Aufgabe hatte. Nach Kriegsbeginn 1939 wurde die Zusammenlegung von SS und Polizei nochmals verstärkt in Form des Reichssicherheitshauptamtes, wo nun SD, Gestapo und auch Kriminalpolizei konzentriert wurden. Nach Anfang des Krieges beteiligten sich diese unterschiedlichen Polizeieinheiten und der SD auch an vielen Einsätzen außerhalb des Deutschen Reiches. Man wurde also in den Besatzungszonen aktiv und nahm dort Teil an der Verwaltung bis hin zur Ausübung von Massenerschießungen und der Beteiligung am späteren Völkermord. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick auf das Personal der Gestapo, auf die Indoktrination dieser Leute und vor allem auf die Führungspersönlichkeiten und welche Rolle sie in dieser Behörde spielten. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und Ähnlichem und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal, bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!